Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem Versus der Werkzeug tragen. Und zwar in the blue corner from Hoffmann Group, Germany, in the orange trousers, Werkzeugtransportsystem. And in the red corner, in the blue trousers, Hudson 190L-1, oder? Bam. Ja, ein aufmerksamer Zuschauer hat festgestellt, Toolboy, du bist der einzige Kanal, der bei dem Programm hat. Vergleich die doch mal, mach doch mal ein Comparison. Und schon sind wir hier. Darf ich nicht auf die Waage passen, muss ich euch sagen, wie schwer das ist. Und zwar, der hier von HZ wiegt 0,71 Kilo. Und der von Hoffmann, der wiegt 0,5 Kilo. Obwohl der größer ist, ist er ein bisschen leichter wie der. Dafür ist der vielleicht ein bisschen stabiler. Zu den Abmaßen. Hoffmann, 420 mm lang, 250 mm breit und 210 mm hoch. Und der von HZ ist 396 mm lang, 215 mm breit und 294 mm hoch. Also ein bisschen höher, dafür ein bisschen kürzer. Beide sind aus PP, Polypropylen oder Polypropen. Das wird über Polymerisation hergestellt und ist ein Kohlenwasserstoff. Das ist immer CC, HHH und dann ein CH3. Und dann gibt es noch verschiedene Ketten. Einmal sind die CH3s auf einer Seite, einmal sind sie amorph und einmal sind sie so symmetrisch. Und dann sind die Dinger dadurch nämlich äußerst belastbar, chemisch resistent und so im Temperaturbereich, je nachdem von 0 bis Schmelzpunkt 180, 160, je nachdem wie sie die Ketten bilden, minus 8 Grad ist die beste und so 0 ungefähr sind sie, alle drei Varianten. Also die mögen Kälte nicht so, wenn es kalt wird und so, dann splittert das, wenn man irgendwo dagegen kommt, aber ansonsten ist es schön weich und kann man toll Werkzeug reinmachen. Bei mir ist es da im Keller, ja, gehe mir hier mein Arsenal und stelle alles rein, zum Beispiel das tolle Ballistol oder auch natürlich andere chemische Sachen, ja, weil die sind ja so beständig. Und was halt auch toll ist, ist, dass bei der HZ-Trage hier ein Maß, ein Längenmaß antragen ist, und zwar in Zoll und Zentimeter, und dass sie beide Aluminium-Griffe haben. Der eine rundes und das andere so, ja, was ist das? Ein Trapez oder so abgerundetes Dreieck vielleicht, irgendwie so kann man das gut erklären. Und die haben in der Mitte einen Steg und das ist auch ein Unterschied. Ja, hat auch mein Zuschauer festgestellt hier. Der hat ungefähr Höhe 13,5 und der ist ein wenig flacher, nur 10. Also der hier separiert die beiden Seiten vielleicht ein bisschen besser. Ja, Kostenpunkt, also meine ich die Größe. Höhe sind sie ja fast gleich, das sieht man. Der ist halt ein bisschen länger für längere Werkzeuge, zum Beispiel, wenn man da Max Power reinlegen will, passt der hier rein und hier, gerade so. Und dann zum Preis, der hier ist ein Stückchen günstiger, der kostet 12,50 und der hier kostet zu 16,50. Plus, minus, immer variiert, ja. Ja, beide haben so einen tollen Siebeaufdruck, habe ich euch schon gezeigt. Der hier nennt sich HZ Werkzeug Kasten- oder Kunststoff-Tragetasche zum Transport von Dosen und Flüssigkeiten. Ja, offen und handlich zugänglich. Gut. Dann stapelbar sind beide. Alugriff habe ich schon gesagt. Und zum Werkstoff auch. Und wenn ihr mich jetzt fragt, das schaue ich aus, war gerade im Garten, was der Gewinner ist. Ah, schwierig. Also preis-leistungstechnisch Hoffmann vorne. Stabilitätstechnisch aber der ein bisschen weiter vorne. Das Polypropylen ist auch im Auto, vielen Armaturenbrettern und so wird es verwendet. Und die Farbe, also auch wenn der ein bisschen kürzer ist, aber ich habe da hinten so einen Werkzeugwagen, der passt ja gut dazu, da gefällt er mir gut, weil der hat halt auch eine Funktion mehr hier, wisst ihr, und innen die ein bisschen höhere Wand. Das ist toll. Und für die Sparfüchse unter euch, ja, könnt's der Hoffmann sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ade. War schön. HZ wins.